Die Zukunft beim FCH Brücken spielt sich nicht nur auf dem Rasen ab, sondern auch darunter und ein Stückchen darüber. Denn der Verein aus Neustadt bei Coburg hat das ehrgeizige Ziel formuliert, als erster in seiner Region klimaneutral zu werden. Ein Ziel, das im Jahr 2020 erreicht werden konnte. Wir haben das aufgeteilt, einmal in die Wärmeversorgung. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass bei uns in der Nachbarschaft die Biogasanlage von der Familie Gundermann betrieben wird. Haben im ersten Schritt das Sportheim mit einer 110 Meter langen Fernwärmeleitung an die Biogasanlage angeschlossen. Wir hatten uns, wie es auf dem Dorf so ist, mal getroffen, haben gesagt, wie sieht's aus, könnt ihr Wärme brauchen. Die Umsetzung war, dass der FCH die Leitung gelegt hat. Bei mir war, ich sag mal, eine kurze Installation nötig, um eben diesen freien Anschluss für die Leitung noch zu schaffen. Um die Kosten möglichst niedrig zu halten, setzte der FCH Brücken auf das Engagement seiner Mitglieder. Es ist natürlich für einen Verein in der Größe nur möglich, sowas umzusetzen, wenn man möglichst einen großen Anteil selbst erledigt. Und haben eigentlich, wenn ich es beziffern müsste, 98% in Eigenleistung gemacht. Auch bei der Umsetzung des nächsten Schrittes packten die Mitglieder gerne an. Also der zweite Schritt war dann die Photovoltaikanlage. Unser Sportheim ist ganztägig in der Sonne und hat ein Flachdach, war deswegen prädestiniert dafür, auch hier den eigenen Ökostrom zu produzieren. Falls wir noch Strom von außerhalb benötigen, haben wir ein Ökostromprodukt. Der Bürgerenergiepreis von Bayernwerk ist für diesen eingeschlagenen Kurs eine Bestätigung. Wir freuen uns natürlich sehr darüber. Als wir das gelesen haben, haben wir gedacht, ja, das wäre eigentlich was, was auf uns ganz gut passt, dass wir einfach bestimmte Themen auch angehen, wo der ein oder andere noch ein bisschen Bedenken hat, aber wir sagen, wir kriegen das hin.